Hauptstadt gegen Oberland. Dritter gegen Zweiter. Gelb gegen Rot. Und unter anderem auch Marco Schneuli bei IBE im Bruderduell gegen den 3 Jahre jüngeren Christian beim FC Thun. Als erster ergriffen die Young Boys die Initiative, hier eben mit Schneuli, der Spiecher bediente. Raimondi verpasste knapp und Nuzzolo kam etwas zu spät. Freistoß IBE. Getreten oder eher gehoben von Silberbauer. Schuss von Dubai, und zwar von Pascal Dubai, dem 19-jährigen jüngeren Bruder des Ex-IBE-Stammspielers Thierry Dubai. IBE mal mit Powerplay, mal aus der Tiefe, wie hier mit diesem Pass von Raimondi auf Mayuka. Und Nuzzolo mit der nächsten Chance. Die IBE-Fans in der prallen Sonne begeistert. Es war ihr Team, das bisher den Tarif durchgab. Die Thuner Abwehr bisher sattelfest, doch der IBE-Dauerdruck zeigte doch langsam Wirkung. Fehler Schindelholz, Mayuka Raimondi. Thun-Trainer Chaland musste fast eine halbe Stunde lang warten, bis seinem Team auch einmal etwas gelang in der Offensive. Und zwar hier Lescano, Bettig, Lustrinelli, Neff und Penalty. Dazu die gelbe Karte gegen Alain Neff, der eine solche bisher in jedem einzelnen Meisterschaftsspiel kassierte, bei dem er dabei war. War es wirklich ein Elfmeterfoul? Ja. Neff berührte den Ball nie. Lustrinelli fiel dann über Neffs ausgestreckten Körper. Nochmals, Lustrinelli spitzelte den Ball vorwärts und wurde dann zu Fall gebracht. IBE heute wieder mit Wölfli im Tor, der sich nun zum Penaltyduell gegen Lescano anschickte. Lescano souverän, Thun führte völlig entgegen dem Spielverlauf allerdings mit 1:0. Der Paraguayer Dario Lescano war in der 29. Minute der Torschütze. So jubelten denn die Thun-Fans auf ihren schönen Schattenplätzen. IBE ließ sich durch das Gegentor ziemlich derutieren. Deshalb steigen wir gleich um in die zweite Halbzeit, neu mit Bienvenue, der bei IBE für Dubai kam. Doch die Berner fanden auch jetzt lange nicht mehr zu ihrem zwingenden Spiel der ersten halben Stunde zurück. Da war ein weiter Abstoß von Wölfli gar nicht das Dümmste. Goli da Costa und Thuns Gesal verletzten sich dabei. Da Costa konnte weiterspielen, Gesal, der Ex-IBEler und Neo-Thuner dagegen, musste abtransportiert werden. Eckball Sutter, Neff und da Costa. Fast hätte Alain Neff hier in der 62. Minute sein Penalty-Foul wieder gut gemacht. Bester IBE-Passgeber blieb Marco Wölfli. Schneuli, Nuzzolo, da Costa. Noch immer führte David Thun dank des einen Schlages gegen Goliath IBE mit 1:0, bis Mayuka hier. Nein, den Ball auch nicht ganz hinter die Linie brachte. Goli da Costa klärte auf der Linie und das genügte. Christian Groß, eine Viertelstunde vor Schluss, immer noch relativ gelassen. Wenigstens die Leistung seiner Spieler stimmte jetzt wieder. Zum Schluss spielte sogar Marco Wölfli noch offensiv mit gegen einen FC Thun, der sich ebenfalls gesteigert hatte und sich die Führung sozusagen im Nachhinein abverdiente. Dann entwischte Demiri, der Berner Abwehr, behielt die Übersicht, bediente Andrist und der machte in der 87. Minute alles klar. 2:0 für Thun. Den zweiten Treffer hatten zwei Spieler bewerkstelligt, die heute für einmal erst spät eingewechselt worden waren. Thun gewann in Bern mit 2:0. Man hat gewusst, wir kommen da in Bern. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die will unbedingt Meister werden. Wir haben eine gute Form. Wir sind sehr, sehr kämpferisch und sehr solidarisch. Wegen dem haben wir auf jede Sekunde wirklich das Maximum gegeben und am Ende auch mit ein bisschen Glück die 3 Punkte können nach Thun mitzunehmen. Man kann schon pfeifen, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, nur reingerutscht. Ich hätte einfach
Neben ihm bleiben, wir kennen den Rustinelli, er lässt sich immer suchen, den Penalty. Und, ja. Hat sie alle Nerv berührt? Natürlich, 100%. Wieso? Habt ihr im Fernsehen gesehen und was? 100%. Und deshalb grüßt jetzt der FC Thun auch zu 100% von der Tabellenspitze.